herzlichen Empfang. Danke. Und heute sind Sie wieder mal genau richtig bei uns, denn junge Menschen, angehende Musiklehrer und zum großen Teil angehende gymnasiale Musiklehrer heute Abend bei uns aus Hannover. Sie erinnern sich, vor einigen Wochen war Helmut Zerlett abends noch nach Dienstschluss mit seinem steuerbefreiten Porsche 420 PS in Hannover. Und wir haben das gefilmt und leider, beziehungsweise natürlich fantastisch, Helmuts Hinterkopf war zu sehen und die Hände, aber die ganzen attraktiven Frauen, die auf diesem Fest waren, die waren nicht zu sehen. Und wir haben gesagt, okay, wir laden die Band ein und sagen, Donnerwetter, da sind sie ja auch alle hier jetzt mit der Band, diese Frauen, diese attraktiven. Außer denen, die vorher getanzt haben. Die sind nicht hier. Die sind nicht hier. Aber meine Damen und Herren, heute Abend, wenn Sie Big Band Sound lieben, wenn Sie Rockmusik lieben, mit elektrischen Gitarren, wissen Sie, und Englisch und so, langen Haaren und so. Früher, wir Älteren haben ja da früher gerne mal dazu getanzt. Wir erinnern uns in engen Kellern. Dann sind Sie heute Abend bei uns genau richtig. Aus Hannover, die Schoolmasters der Musikhochschule Hannover. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja. Sie sind auch. Die Schoolmasters. Studieren Sie auch alle da? Ja. Waren Sie nicht auf dem Foto in der Zeitung? Wahnsinn, mein Gedächtnis. Da wird sich aber Herr Andrak freuen. Er war total begeistert von Ihnen. Ich auch, aber er hat es direkt also nicht mehr eingekriegt. Ja. Und ich hab es gemerkt. Ich kann mir keine Texte mehr merken. Nichts, aber Gesichter. Sofort sage ich, waren wir nicht mal verlobt oder so? Nein. Wir lachen hier, meine Damen und Herren, aber unser Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping hat es nicht einfach. Sein oberster Untergesetzter, wie heißt das eigentlich? Also sein oberster, von dem er der Chef ist, Herr Gerz von der Bundeswehr, hat gesagt, Minister Scharping ist eine lahme Ente. Er hat sich insofern korrigiert, weil vor drei Wochen hat er gesagt, er ist eine Witzblattfigur. Jetzt hat er gesagt, eine lahme Ente. Das ist unschön, das darf er auch gar nicht. Wenn es so weitergeht, wird er bald aus der Bundeswehr rausgeschmissen. Dann sind es nur noch drei. Ja, und ich finde, er ist keine lahme Ente, Scharping. Oder wenn Sie die Poolfotos sehen, finde ich, er ist eher ein Quietsche-Entchen. Ja. Dann, das ist ganz wichtig, wo wir doch so kulturell hochstehend sind hier bei uns in der Sendung. Venedig stirbt aus. Schrecklich. Erst die Straßen unter Wasser, jetzt auch noch die Leute weg. Nur noch 65.000 Einwohner. Es wird langsam, man kann nicht sagen eng, sondern es gibt Platz, aber es wird natürlich eng, was das schöne Venedig angeht. Die Zustände in Venedig sind so schlimm, man nennt sie in Italien schon die Gondel-Ossis. Helmut Zerlett und Blood, Sweat and Tears! Die Big Band der Musikhochschule Hannover heute Abend bei uns zu Gast, die Schoolmasters. Und hast du gesehen, die junge Dame aus der Zeitung. Was heißt das hier? Ja, erst wusste ich nicht, was erst du meinst. Nicht. Aber ich wusste sofort. Boom. Zeitung Hannover. Genau. Ja. Und wir zeigen Ihnen noch mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem faszinierenden Bericht, den Helmut uns damals mitgebracht hat bei seinem Besuch. Und dann sehen Sie, dass es ein bisschen schwierig war, die Band zu erkennen. Das war der Bericht vom Februar in diesem Jahr. Guck mal da vorne, die Saxophonistin da. Die hat ein Solo gespielt, unglaublich gut. Ja, sehen wir die gleich noch von vorne? Ich hoffe, ich weiß. Ja, ich stehe immer davor, Mensch. Tja. Ja, ich. Es wimmelt von Topfrauen und wir sehen Helmuts Hände. Ja. Können wir diese Band nicht mal hierher einladen? Das wäre klasse. Oder? Ja, super, dann sehen wir die Frauen. Ja, wir können die Band ja mal hier einladen. Wir können auch die Frauen, die da vorne getanzt haben, hier einladen. Auf jeden Fall. Und dann gibt es aber nur Großaufnahmen. Ja. Ja. Geht das? Ist das technisch hier machbar, dass die Band mal bei uns spielt? Das machen wir auf jeden Fall, klar. Heute ist die Band hier. Sind die Frauen, die getanzt haben, auch hier? Ja. Ja? Ah, hallo, Sie haben getanzt? Ja, Sie können nachher hier auch tanzen, oder? Sie können nachher nach vorne kommen. Natürlich, das sind wir ganz locker. Wir sind ja eine Sendung für Jugendliche. Ja. Sie kommen einfach nachher nach vorne und tanzen. Waren Sie, die Dame in der weißen Bluse, waren Sie die mit dem schulterfreien Kleid?
Jetzt haben Sie Schwarze gearbeitet, oder? Was? Sind Sie Liza Minnelli? Nein. Nein. Aber Sie haben eine große Ähnlichkeit, oder? Hat man Ihnen das schon mal gesagt? Nein, hat man nicht. Ja, wirklich wahr. Zumindest von hier, von meinem Platz aus, ist eine gewisse Ähnlichkeit. Sie kennen doch Liza Minnelli. Ja, natürlich. Ja, das war einer meiner großen Otto-Witze, Lieblingswitze von Otto früher. Ja. Was heißt Liza Minnelli auf Deutsch? Liza Minnelli? Nicht so laut, Manuela. Auf dem Schulhof. Das sind alles angehende Musiklehrer nachher, meine Damen und Herren. Und das sind nicht mehr die Musiklehrer, die wir von früher kennen. Mit Schubert, Chopin, Beethoven, Hugo Wolf. Sondern da wird gerockt. Da geht die Post ab. Da fliegt das Dach weg. Habe ich recht? Oder ja, übertreibe ich? Wie? Und wir haben natürlich vor allem die Saxophonistin hier, Melanie Kerk, die nachher hier ein fulminantes Solo spielen wird. Und den Sänger Frank Kattmann. Genau. Der eine Stimme hat wie ein Afroamerikaner. Unglaublich. Got to get you into my... Ja, muss ich gerade den korrekten Begriff überlegen. Fast hätte ich gerade gesagt, wie ein Schwarzer oder... Ja, das ist heutzutage alles nicht mehr so. 10 kleine Nägelein von Agatha Christie ist jetzt auch umbenannt worden. Ja. Ja. In? Wie heißt es jetzt eigentlich? Keine Ahnung. 10 kleine Afroamerikaner? Oder 10 kleine Afrikaner? Obwohl, es sind ja eigentlich nicht alle Afrikaner von der Hautfarbe, die du für das Stück brauchst. Verstehst du? Es gibt ja auch weiße Afrikaner. Also in Nordafrika. Ja, in Nordafrika sind sie eher braun, würde ich sagen, Marokkaner. Ich rede von Südafrika. Ach so, ja, aber das sind ja, keine. Aha, aha, aha. Er hat gezaudert. Darf man Eingeborener sagen? Darf man Eingeborener sagen? Na, eigentlich nicht. Ja, wieso darf man nicht Eingeborener sagen? Naja, das hat so was Abwertendes. Wieso? Ja, wie sagt man denn für Menschen, die dort geboren wurden? Na, Menschen, die dort geboren wurden. Da siehst du mal, wie schwer wir uns damit tun. Wir reden zwar den ganzen Tag über diese Menschen, aber mit völlig anderen Begriffen. Und dann abends muss man immer überlegen, ja, wenn wir einen im Fernsehen sehen, sagen wir, guck mal an, dieser afroamerikanische Rocksänger. Genau. Ja. Was macht denn dieser afroamerikanische Rocksänger da, sagen wir? Ist das für dich jetzt eine Umstellung? Nein, überhaupt nicht. Also. Überhaupt nicht. Ja, aber... Er ist natürlich aus Jamaika. Ja, völlig andere Abteilung. Völlig andere Seite des Atlantiks. Ja, ist doch Atlantik, oder? Jamaika ist... Über den Atlantik. Über den Atlantik. Zwischen Frankreich und Amerika der Atlantik. Ja, und Bordeaux liegt am Mittelmeer. Na, es ist eindeutig südlicher Jamaika. Ja, aber ist doch das gleiche Meer. Ja, was denn? Wenn du von Frankreich gerade rüberfährst, kommst du nie im Leben nach Jamaika. Weißt du, wo du da hinkommst? Nicht gerade rüber, aber gerade und dann ein bisschen runter. Ja, das liegt auf der Höhe von Afrika. Bitte? Musst du durch den Pazifik oder wie willst du denn da hin? Nein, das ist die andere Seite von Frankreich. New York liegt auf der Höhe von Neapel. Endlich kann ich das mal unterbringen. Ja. New York liegt auf der südlicher als Neapel. Wenn du von Frankreich aus gerade rüberfährst, kommst du irgendwo in aber in, es ist doch das gleiche Meer. Ja, es ist das gleiche Meer. Ja, aber auch von nicht im Feuerland. Welche Rede? Wenn ich von Frankreich Atlantik mit reinsetze Atlantik. Und losfahre, komme ich nie im Leben in Jamaika an. Ja, das habe ich aber nie behauptet. Das heißt, ich komme... Doch, das heißt, ich komme in Jamaika an, aber dann habe ich was falsch gemacht. Das sind auch die Atlantiküberquerungen, die nicht richtig zählen. Südatlantik. Für uns Atlantiküberquerer zählt nur die Nordatlantikroute. Ja? Southampton, Eismeer, New York. Und dann gibt es die Softie-Route unten. Das geht dann irgendwie Kanarische Inseln, so Windflaute mit anschiebender Schiff und so. Zählt nicht wirklich. Ein kleines, nennt man das, ein kleiner Exkurs? Ja. Ja. So, jetzt trage ich in mein Klassenbuch hier ein. Heute ist krank. Nathalie ist krank. Entschuldigt? Bitte? Entschuldigt? Ja, klar. Ja. Selber geschrieben oder die Eltern? Hier, ich kann mal schnell zeigen. Bei mir, wissen Sie, bei mir in der Volksschule wurden ja Schüler noch unter den Tisch getreten. Damals. Der Lehrer hat den weißen Kittel an. Ja? Und wenn der Schüler ihm zu blöd kam, hieß es, halt dein Gosch, du taube Sau! Ja. Auch noch von oben. Ja, klar, er stand und hat getreten. Nur bei sozial Schwachen muss man fairerweise sagen. Ja. Der Sohn vom Rektor oder so wurde nie getreten. Ja? Und dann kam immer der Elternbeirat, Hüstel, 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 und was soll man machen und so. Und ein Schüler hatte sich mal selber eine Entschuldigung geschrieben, flog aber auf,
Weil die Entschuldigung sah so aus. Er war krank. Hat dann aber trotzdem später 3 Supermärkte sehr erfolgreich geleitet. Sehr gut. Der Schüler hat ja, was super aus sich gemacht. Ja. So, Nathalie, krank, entschuldigt. Wer noch? Anesti. Anesti, auch krank? Ja. Ist ja Wahnsinn. Deswegen war seine Tür heute verschlossen. Ich habe mir den Knöchel verstaucht beim Versuch, sie einzutreten. Ja, ich konnte mich überhaupt nicht auf die Sendung vorbereiten. Wenn Anesti nicht da ist, kann ich mich nicht auf die Show vorbereiten. Kein amerikanisches Fernsehen, nichts. Verstehe. überhaupt keine Vorbereitung. Wer noch? Anke ist krank. Anke. Hatten wir gestern vergessen. Hatten wir gestern vergessen, ja. Wer noch? Dann Dienstreise. Nina ist auf Dienstreise in Frankfurt. Nina auf Dienstreise in Frankfurt. Und Ralf, also Autor Ralf. Ralf. Und Georg sind in Hannover bei der CeBIT. Auch Dienstreise. Klar. Das interessiert die ja privat null. Die mussten wir dahin prügeln. Das ganze Zimmer voll mit Computern und neuesten technischen Gläsern. Komm, fahr doch mal zur CeBIT. Ach nee, was soll ich denn da? Komm, bitte, komm. Ihr kriegt auch die Fahrt bezahlt und alles, ja. Ich bin mal gespannt, wie Sie uns erklären, dass die CeBIT 6 Wochen gedauert hat. So, das haben wir jetzt alles eingetragen. Ja. Thema heute ist Sharping, Schoolmasters und natürlich Sesamstraße Scotch Skandal. Wird alles hier eingetragen. So, jetzt haben wir das gemacht. Dann unsere neue Freundin Chantry Lane im Internet. Sehen wir uns, meine Damen und Herren. Am Dienstag haben wir Ihnen hier ausführlich erzählt, die Werke von Joris Karl Huysmans, dem sympathischen französischen Schriftsteller, vom Beginn dieses Jahrhunderts. Und auf seiner Fanliste, Leute, die seine Bücher empfehlen, haben wir genau einen Eintrag gefunden. Und das ist immer mehr eine Entdeckung, nämlich es ist Chantry Lane. Ja. Und können wir diese Seite mal anklicken? Bei diaryland.com. Das ist eine Mail, die sie uns geschickt hat. Also nee, das ist eine Mail, die hat uns Michael Schuster geschickt, weil ja, wir ja gestern gemutmaßt haben, ob sie wirklich eine Frau ist. Ja, sag mal konkret, du hast behauptet, es wäre ein Mann. Ja, ja, richtig. Ja, sie ist natürlich kein Mann, sondern sie ist eine 32 Jahre alte, ich glaube, Costume-Designerin. Ja, aus Amerika in Paris. Und sie hat heute sofort ihren Eintrag gemacht. Das ist der Eintrag, der sich auf die Sendung gestern bezieht. Ja, genau, da gehe ich jetzt mal drauf, Moment. Ja. Nein, das ist das Archiv. Ja, aber da muss ich jetzt erstmal rein. Ganz ruhig. Nee, du kannst auch auf Latest. Du kannst auf Latest Entry. Nein, ich war jetzt von der Mail auf der. Auf dem. Mir doch egal. Okay. Also das ist das für heute. Aufmerksamkeit Deutschland. Das finde ich toll. Das korrekte Wort heißt aber Achtung. Hat sie wahrscheinlich nachgeschlagen oder so. Ja. Attention. Achtung, Deutschland! Ist der korrekte Ruf, auf den wir hier reagieren. So, hier schreibt sie: I'm not a 45-year-old homosexual man. Wie gestern hier gemutmaßt wurde von Herrn Andrak. Yeah. Although I would be pretty funny if it was, but I'm a 32-year-old woman, American by birth, French by choice. If you click around in my archives, you'll find many photos of me and you'll notice the striking resemblance between the real me and the image at the top of this page. Können wir mal ein Foto von ihr zeigen? Ja. Und zwar nehmen wir da doch am besten. Welche willst du denn sehen? Och, mach doch, wie du gerade willst. Du hast das ja vorbereitet. Fontainebleau-Fotos. Ob ich ihn schon für morgen krank eintrage? Oh, morgen ist hier unser großer Skatabend, ist das richtig? Ja, morgen kloppen wir hier einen schönen Skat. Live in der Sendung. Wirklich, wenn Sie über 60 sind, ja, und eigentlich schon abgeschlossen haben, sind Sie morgen Abend bei uns herzlich eingeladen. Skatabend mit Manuel. Wer spielt denn? Wieso redest du denn in dem ostdeutschen Idiom dafür? Skatklippen. Ja, aber.
Das kenne ich von meiner Ferienarbeit bei der Glaserei. Ja, wo, wo der Polier aus dem Vöcklein kam. Langer hol mal die Karten, damit man schön Skat klopft. Dann saß er da, 10:30 Uhr morgens, haben schön Skat geklopft. Auf einmal hieß, leck mich am Arsch die Karten weg, der Architekt kommt. Ach, 18, 20. Hast du jetzt was? Ja, ich war nur irritiert, weil im Ruhrgebiet und im Schwabenland kloppt man natürlich auch einen schönen Skat. Das habe ich nicht gesagt, dass es nicht so ist. Okay. Das ist sie. Das ist, heißt sie eigentlich Gentry? Gentry, ja. Das ist Gentry. Ja. Das ist Gentry. Und wer ist die Dame dahinter? Das ist Theresa, wird vielleicht auch nochmal gezeigt. Und die ist wichtig für uns, weil... Das hier ist Theresa. Weil Gentry hat uns gesagt, sie geht mit Theresa immer in den KitKat-Club in Berlin. Genau, also Theresa wohnt wohl in Berlin. Ja. Deswegen bedauert sie jetzt schon fast, dass sie in Frankreich wohnt und nicht in Deutschland, weil das so angesagt ist, weil sie jetzt Thema ist. Ja. Und dieser KitKat-Club ist wohl kein reiner Homo-Club, sondern die machen nur so Homo-Partys und machen aber auch andere Partys. Habe ich auch nicht anders vermutet. Ja, und da geht sie hin. So oben ohne und unten ohne Partys gibt's da auch. KitKat-Club. Und ich habe heute Nachmittag ja den ganzen Nachmittag in ihren Archiven gelesen. Ah, ja? Sie hat auch eine Katze. Die heißt Kipper. Echt? Ja, Kipper ist ihre Katze. If you can see us, I think Kipper is your cat. Sie müsste uns ja eigentlich sehen können, oder? Go to a neighbor who has a chisel on his roof in Paris and watch a show. And geh mal auf Archives. Ja. Archiv in deinem Computer. Ja. Archives. Und jetzt gehen wir auf den... 15. März hat sie gesagt, letzten Jahres. Ja, 15. März letzten Jahres, denn welch ein Zufall, das ist ja morgen vor einem Jahr. Richtig. Klingt intellektuell, ist aber ganz einfach. Morgen vor einem Jahr. 15. März, hast du's? Ja, Drugs Party Fashion. Drugs Party Fashion. Und das ist der Eintrag von vor einem Jahr von Gentry. Here where things get interesting. I'm just now getting home, 6:33 a.m., 7:30 Uhr morgens. Yeah. I've ingested illegal drugs. I took a... What? A whole ecstasy. A whole ecstasy and did several fingernails of cocaine. Org. Arg. Rather unlike me, but I'm having a faboo time. Das sind, sie schreibt lauter solche Kürzel. Yeah. Faboo time, so cool, Abkürzung, faboo time. I must confess. Ich kann nicht schlecht lesen um diese Kurse, but the best part was making out with a 22-year-old who thinks I'm 27. I lied. And who just left me a message on my answering machine. I can't tell you how... Das ist auch cool. Super Fox Horrific, soll ich vorlesen? Super Fox Horrific, ja, kannst du es besser lesen? Ja. Lies es mal bitte. Yes, I can. Yes, I can. He's Super Fox Horrific. Was heißt denn das? Fox Horrific ist so eine Insprache, das ist so, Fox ist irgendwie so, hey, Fox ist cool, cool, geil. Und Horrific ist irgendwie so ein Kürzel für Terrific. Das, das wird andauernd irgendwo rangehängt. Super Horrific oder, also... Wie Kafka-esk, so. Ja, aber cooler. So. And his name is Guillaume Hayden. He's Guillaume Hayden. Ja. He's French. Ja, das ist wichtig, da wird drauf Bezug genommen. Ja, he's super tall for a French guy. Ja, ganz schön groß für einen Franzosen, 1,50, weiter. Maybe so. But the best part was that he was wearing a faux fur, also einen falschen Fuchs. Nein, falschen Pelzkragen. Ja, genau. On his suit and no underwear. Wir verstehen. Falscher Pelzkragen auf dem Anzug und keine Unterwäsche. Also unten. Bonjour, genau. Vive la France. Ja. Und yes. Jetzt Achtung. Yes, I put my hand down his pants as well as he did mine in public. It was 4 a.m., I didn't care. Also, das ist Paris, meine Damen und Herren. Diese kleine amerikanische Schlampe hat bis unter das Dach voll mit Drogen einem 1,20 Meter großen Pelztierjäger aus Paris die Hand in die Hose geschoben und er bei ihr auch. Aber es geht noch weiter. Ja, ja. Go on, go on, go on. Ja. Weiter unten. Weiter unten. Schön. Noch weiter. Na, aber hier, Moment, das ist doch auch super gut. But the best part, nee, but here, ach, jetzt hast du mich, nee, warte mal. Hier, but the, nee.
Doch hier. Das, but the point of the story is, he's big and handsome and must be dumb as a brick to think that I'm 27. Also, er ist blöd wie ein Ziegel, weil er glaubt, dass er 27 ist. And now my favorite phrase. I'm going to fuck him tomorrow night and I can't wait. And then I'm going to tell him that I'm 10 years older than him. Antoine! Sit down, don't leave the studio, you stay here. Würde mich nicht wundern, wenn Herr Antoine heute Nacht nur nach Paris durchbrettert. Weißt du, trotz Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter. Ja, das ist Chantry Lane und ich gehe davon aus, sie wird morgen auf ihrer Homepage reagieren. Klar. Und sie scheint sehr in der Modewelt zu Hause zu sein. Wir können sie eigentlich mal einladen hierher, oder? Gerne. Aber nicht zu schnell. Wir müssen erst sie genauer kennenlernen, oder? Oder wir schicken jemanden hin. Der ruiniert uns alles. Okay. Du weißt doch, wie das ist. Die kommen zurück und haben Parkuhren gefilmt. Ja. Wo sind die Fotos von der Frau? Oh, weiß nicht, aber da war so ein geiler Italiener um die Ecke. Da waren wir essen und hier, guck mal die Speisekarte. Du taube Sau! So. Unser schönes Girl ist immer noch nicht aus den Schlagzeilen heraus. Skandale, es weitet sich immer mehr aus. Münti muss jetzt auch vor den Untersuchungsausschuss. Und wir haben uns gedacht, das Ganze ist auch vielleicht einfacher zu verstehen, wenn man es kindgerechter aufbereitet. Und das macht für uns die liebe Freunde aus der Sesamstraße, das Kölsche ABC. Hör mal, Oskar, pass mal auf. Ja. Du sitzt da hier bei der Träne ganz in der Mülltonne. Und ich hab mir jetzt ein neues Spiel ausgedacht. Das macht total Spaß. Was ist das für ein Drist? Bist du bekloppt oder was? Ich wusste, dass du mitmachst. Da wollte der Lück mal erklären, wie das Kölsch-Alphabet zu funktionieren tut. Pass auf. A. Abfallskandal. Schuld daran sind B. Der Bumsköp, aber nicht von C. CDU. Weiter jedet mit. Düsseldorf, das ist der Müllverbrennungsanlage von Köln. E, wie faules Ei, das geht in die Biotonne. F, wie Fleisch. Die geht in den Altglascontainer. E, wie Gemüse, das geht auch in die Biotonne. Daraus wird dann H, wie Humus. Das ist ja eklig. Wenn er das alle Gemüse in den Altglascontainer schmeißt, muss ins J-Gefängnis. Oder K in der Knast. Und da wirst du sexuell belästigt. So. Mensch, so. Jetzt geht L, wie Level und Level, los, ja. Das ist das M-Motto in Köln. Und N, wie Nachbar, dem schmeißt man mit eigene Müll in die Tonne. Der ruft dann O, das Ordnungsamt. Das ist richtig. Oder B, die Polizei. Ja, dann muss ein Kuh wie Knöllchen zahlen. Was will ihr? Gebt eine Ratte. Jetzt geht S wie Spendenquittung. Und D wie Trinikens, ja. Wie Untersuchungshaft, haben die Schiss vor allem. Jetzt geht V wie Verbrecher. Wie Willi Milovic. Was? X. Xylophon muss auf der Sondermüll. Y für ja, da hast du recht. Z wie Zusammenfassung. Damit jetzt alle wissen, wie das hier in Köln abläuft mit dem Müll und der ganze Scheiß. Hey, hör uns ruhig, wie das Spiel hat Spaß gemacht. Das können wir mal wieder machen, ne? 18, 20, 12, 4. Heb ab! Dann freue ich mich morgen Abend, Skatabend hier. Könnte eine Erfolgssendung werden. Ja, so wie in der Schweiz, die erfolgreichste überhaupt. Samstagjazz. Ja. Gab es aber auch mal in Deutschland in den 60ern eine Gameshow. Wurde ja Skat gespielt. 18, 20. Nur nicht passen. So hieß die Sendung. Ja, genau. 18, 20, nur nicht passen. Wer spielt da morgen Abend Skat? Helmut, du und ich. Könnt ihr gut Skat spielen? Ich habe lang schon nicht mehr. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht. Echt? Ja, so ein bisschen, der 8, aber eigentlich nicht. Naja, aber du hast es doch schon mal gespielt, oder? Ja, aber ich kann nicht diese ganzen, was man so braucht, dieses, wo zieht man die Flöte an und was weiß ich. Und so. Kannst du das? Ja, so. Du bist doch bestimmt wieder tierisch ehrgeizig, oder? Du heulst doch wieder, wenn du vergisst hast zu drücken. Das weiß ich noch, dass man drücken muss. Also erstens vergesse ich das nicht und wieso ehrgeizig?
Wurden der Punkt getroffen. Jetzt kommt unsere Politiker-Umfrage. Ja. Weiß ich ohne hinzugucken. Außerdem kann ich um die Ecke gucken. Und gleich kommt die Band. Die Band ist dermaßen gut. Wirklich wahr. Absolut professionell. Studierte Leute. Und Melanie, die Saxophonistin. Und der Sänger Frank. Got to get into my life. Im Original von wem? Beatles. Echt nicht? Oder? Wirklich? Es wurde von Earth, Wind & Fire. Ist es? Es wurde von Earth, Wind & Fire noch mal sehr populär gemacht in der Funky-Version. Mit wem? Earth, Wind & Fire. Aber dazwischen gab es noch eine, die noch bekannter ist. Blood, Sweat & Tears. Ja, auch viel später. Blood, Sweat & Tears. Das ist im Original von den Beatles, ich hab's gleich gesagt. So, was trinkst du heute für ein Bier? Oder kommt es erst später? Bring ich den ganzen Ablauf durcheinander? Nee. Willst du? Rätsel. Echt? Mach ein Rätsel. Da kommst du aber nicht drauf. Doch, weil natürlich komme ich drauf, komm. Ja, das ist österreichisches Bier, das kennt also wirklich... Das ist mir egal, ich kann es ja übers Rätsel lösen. Außerdem, okay. Ich kenne einige österreichische Biere. 3 minus 3 plus Satzzeichen plus Vorname unseres Redakteurs. 3 minus 3 plus Satzzeichen. 0, Josef? Hey, sehr gut. Helmut hat es nicht verstanden. Das Bier heißt, das ist so das Klausthaler von Österreich. 0, Josef heißt das. Respekt, liebe Österreicher. Aber Otterkring. Otterkring. Ja, die Brauerei. Ein berühmter Stadtteil von Wien. Ja. Und zwar, ich würde sagen, vergleichbar mit Köln-Mülheim. Kurti, oder ist das falsch? Nein, das ist nicht falsch, es ist der 16. Hieb. Das wissen jetzt die Österreicher, was das ist, oder? Der Hieb ist Bezirk. Bezirk, ja. Ja, ist das jetzt ein guter Bezirk oder ein schlechter Bezirk? Ein toller, so wie hier Köln-Mülheim. So Arbeiterbezirk. Ja. Ja, ich sage wie hier Köln-Mülheim. So, wenn morgen Bundestagswahl wäre, wie würde unser Studiopublikum entscheiden? 251 wahlberechtigte gültige Stimmen, 231. 92% Wahlbeteiligung, CDU-CSU 24,7%, SPD 31,2%, Grüne 10,4%, FDP 20,3% und PDS 13,4%. Alles klar. PDS 13,4% sind alles die Leute aus Hannover. Das ist Rekord für die PDS. PDS-Rekord. Oder? Ja. Unglaublich. Ich glaube, dass Gysi ausflippt, wenn er sieht. So, meine Damen und Herren, haben wir jetzt alles gemacht? Ja. Bier, Parteien, auf den Streit, morgen Abend hingewiesen. Ich glaube, ich ziehe mal Pushen ein. Oder? Die Pushen, die ich dir beim Gießwein Gießwein pushen. Genau. Ja, ist mir zu umständlich, die mitzubringen. Ah, die hast du schön zu Hause. Die habe ich ganz toll zu Hause. Ja, ich ziehe sie nie an. Doch, die sind ganz toll, aber ich habe festgestellt, ich habe auch Gießwein pushen ohne hinten was dran. Nur so zum Reinschlurfen. Und die findest du besser als meine? Ja, bequemer. Bei deinem muss ich mich bücken und muss sie hinten so einmal hochziehen. Weil ich will sie ja nicht hinten runtertreten. Ja, aber die sind doch viel wärmer. Ja, aber ich gehe immer vorbei und sage, guck mal, die hat mir der Manuel geschenkt. In diesen hinten offenen Pushen. Guck mal, Helmuts Kuli, den benutze ich jetzt jeden Abend. Ja. Ach, ich würde gerne eine rauchen. Hast du mal Feuer, Susanna? Bitte? Das ist kaputt, das Feuerzeug. Das Feuerzeug ist kaputt? Ich weiß nicht, was genau dran ist. Es kann sein, dass es nur der Flintstone, wie heißt es, dieser... Feuerstein. Der Feuerstein. Ja. Ja. Aber da ist Garantie drauf. Da ist Garantie drauf. Genau, das ist ja auch mit so einem Zertifikat und deshalb muss ich mal zu Cartier gehen. Ach, ansonsten schmeiß es weg. Was sagen denn deine Eltern? Wissen die jetzt, dass du rauchst? Ja, wollte ich dir übrigens doch für danken. Dass sie es auf diese Weise erfahren haben? Ja, klar. Waren sie sauer? Ach nee, sie wollten dann wissen, wer mein Freund ist, weil du ja dann noch erzählt hast, dass ich einen Freund habe, den es gar nicht gibt. Und, hast du es ihnen gesagt? Ja, ich wollte dann... Nein, habe ich nicht. Nee, das war mir dann hinterher unangenehm, weil es ja doch sehr private Dinge sind. Aber ja, in dieser adrenalin-geschwängerten Situation einer solchen Show schreit man das schon mal raus. Aber ich werde deine Eltern ja nächstes Wochenende kennenlernen.
Sie haben mir dann als Sie haben mir dann eine Aussteuer zu Weihnachten geschenkt. Das ist jetzt kein Witz. Meine Mutter hat mir eine Bratpfanne geschenkt, weil sie das mit dem Freund gehört hat. Ja, das finde ich aber toll. Die jungen Frauen heute haben gar keine Aussteuer mehr. Ja. Das ist doch wahr, oder? 40 Tischdecken, 200 Betttücher, 28 Kopfkissenbezüge. Alles bestickt. Alles bestickt, mit dem Monogramm drin. Ja, das ist eigentlich dieser schöne Heinz Erhardt. Meine Mutter war eine geborene Reichsbahn, zumindest stand es auf unseren Handtüchern. Jetzt, meine Damen und Herren, die Big Band der Musikhochschule Hannover unter der Leitung von Andreas Barkow. Pick up the pieces! Das ist der Chef. Kommst du gerade mal? Herzlich willkommen. Das ist die junge Künstlerin, auf die wir aufmerksam geworden sind. Ich finde das phänomenal. Ja? Ihr werdet alle Musiklehrer oder die meisten von euch? Ja. Ja? Und alles für das Gymnasium. Genau, fürs Gymnasium. Die Musiklehrer, die ich kenne, so, die wussten überhaupt, für die war der modernste Komponist, den die kannten, irgendwie Richard Strauss oder sowas. Da scheint sie ja viel getan zu haben. Ist es jetzt so üblich an Musikhochschulen, dass solche Musik gespielt wird? Ja, es ist halt das Ding, dass die viele junge Leute sich gar nicht mehr für die Musik interessieren, die im Musikunterricht angeboten wird. Und um das so ein bisschen frischen Wind zu geben, kommt halt Jazz, Rock, Pop und so dazu. Muss man das dann auch auf der Aufnahmeprüfung vorspielen? Ja, sollte man. Ja? Ja. Ich meine, so eine Aufnahmeprüfung einer Musikhochschule hat es ja in sich. Aber ich finde die enorm schwer. Ich kenne es, weil ich es gar nicht erst versucht habe. Ja, aber ich weiß von Leuten, die das gemacht haben, das ist enorm, finde ich, was man da schon können muss an der Aufnahmeprüfung. Aber in welchem Instrument bist du geprüft worden bei der Aufnahmeprüfung? Also ich habe auf Saxophon habe ich 3 Stücke vorgespielt. Ja? Eins von Charlie Parker und 2 klassische. Und dann musste ich singen, vom Blatt singen, Klavier spielen. Was hast du auf Klavier vorgespielt? Haydn-Sonate. Bach, Präludium und Fuge. Auswendig? Nein, mit Noten. Mit Noten. Ich bin nicht so die Auswendigspielerin.
Ja, komischerweise. Woran liegt das? Zum Beispiel, manche Leute können unglaublich gut auswendig spielen, andere können sich überhaupt nichts merken, spielen aber trotzdem nicht schlechter Klavier deswegen. Ich weiß nicht, es gibt verschiedene Theorien, dass die Leute, die gut improvisieren, schlechter auswendig spielen können oder so, aber genau weiß ich das auch nicht. Und Gehörbildung, bist du da gut? Gehörbildung finde ich wahnsinnig schwierig, oder? Es ist unglaublich schwer, einen vierstimmigen Satz aufzuschreiben, ja. Aber wenn es um Harmonien hören geht und was dazu spielen, das ist ja im Endeffekt auch Gehörbildung, das ja. Klappt eigentlich ganz aber gut. Aber so, es gibt ja Leute, die hören irgendwas einmal einen vierstimmigen Satz und schreiben den hin. Zu denen gehöre ich leider nicht. Kann das einer von euch? Ja? Das ist Wahnsinn, aber ich glaube, die hören das nicht nur, sondern sie wissen, was sie hören und deswegen schreiben sie das. Ja, genau, man versteht das ganz genau, welche Akkorde das sind, wo die Kadenzen sind und dann schreiben die das auf. Manche sehen das auch auf der Tastatur vom Klavier, die sagen dann, die sehen das in ihrem Kopf irgendwie. Ach so, die sehen das vor sich, was man da greifen würde, genau. Wenn man das spielen würde. Ja. Und hast du noch ein anderes Fach außer Musik? Dann Englisch. Als Lehrerin? Englisch. In welchem Semester bist du? Ich komme jetzt ins 6. Semester. Das heißt, da ist man schon bald fertig, oder genau. Nicht? Genau, ich möchte aber hinterher gerne noch ein Diplom machen. Aha. Warum? Was bringt das? Dann könnte ich auch theoretisch an einer Musikschule unterrichten und bin halt Diplom-Musiklehrerin. Ach so, und kannst du dann nur Lehrerin in Niedersachsen werden? Ich denke auch in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich weiß nicht. Früher konnte man immer nur in dem Land werden, wo man studiert hat. Wer in Baden-Württemberg studiert hat, konnte nur in Baden-Württemberg Lehrer werden. Ja, aber ich glaube, da sind die ein bisschen offener geworden, weil gerade in Musik ist ja auch extremer Lehrermangel. Und ist das so, ja? Ja. Also, wird uns gesagt. Ja, aber ich glaube, Lehrer sind insgesamt wieder im Kommen, oder? Ja, ist also ganz es werden Moment. Wieder Lehrer gebraucht, ja. Und ich meine, wenn das der Musikunterricht der Zukunft ist, das ist auch unser pädagogischer Auftrag, das hört auch unser Bundespräsident gerne. Das sind junge Menschen, die können alle Noten lesen, oder? Könnt ihr doch. Ja? Natürlich. Sie wissen doch Noten, diese schwarzen Punkte mit den kleinen Hälschen und so. Ja? Und man kann auch Privatunterricht dann geben, natürlich. Genau, ich habe auch Schüler selber. Ja. Aha, streng? Mittel. Klavier oder Saxophon? Saxophon. Wirklich, ist Saxophon nicht so ein Instrument, wo man dann sagt, hey, ich würde so wahnsinnig gern, und nach zweimal ist Feierabend? Oder bleiben die diszipliniert dabei? Also ich fange mit Klassik an, aber gebe denen nebenbei immer ein Stück, was sie mögen. Das eine müssen sie halt können, das andere dürfen sie können. Genau. Ja, nee, das ist wichtig. War toll, dass wir da ein bisschen was erfahren haben. Vielen Dank. Jetzt, meine Damen und Herren, ist es soweit. Eine Sternstunde bundesrepublikanischer Rockmusik. Unsere Freunde von der Musikhochschule Hannover. Der Dirigent ist Andreas Barkow und der Sänger jetzt, der junge Mann, falls Sie morgen sein Poster in Ihr Rektorat nageln wollen, Frank Kartemann, Got to Get You Into My Life. Toll, vielen Dank. Dankeschön. Die Musikhochschule Hannover. Ganz toll. Frank Kartemann, der junge Künstler. Das war's für heute Morgen Abend. Roller Girl und der große Skatabend. Dankeschön, gute Nacht.